Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer, heute zu einem neuen Doppelpack. Und zwar dreht sich heute alles um das nagelneue Spiel Ranklotzen. Auf die Klötze, fertig, los! In diesem Video bekommt ihr wie immer die ausführliche Regelerklärung inklusive Spielaufbau und Spielablauf. Und anschließend gibt es ein super cooles Vierer-Let's Play, wie wir Ranklotzen spielen. Habt ihr später oder jetzt schon zu diesem Spiel irgendwelche Fragen, ab unten in die Kommentare, ich versuche euch schnellstmöglich zu helfen. Schauen wir uns das Spiel mal an. Ein Durchgang dauert ca. 30 Minuten, von 6 bis 99 Jahre und 2 bis 4 Spieler. Wir haben hier erstmal 60 Anweisungskarten und jeder der 4 Spieler bekommt 5 Klötzchen. Die sind selbstverständlich aus Holz, was wirklich schön ist. So, hier haben wir die Anweisungskarten. Dann haben wir einen netten Schlüsselanhänger. Und hier haben wir die Klötzchen. 4 Sets, A5 Klötzchen für 4 Spieler. Hierbei handelt es sich um die 4-Spieler-Edition. Hier blende ich euch mal die 6-Spieler-Edition ein. Und dann gibt es noch ein Erweiterungspack, womit immer 2 Spieler mehr dabei sein können. Also je nachdem, wie viele Spieler ihr seid, könnt ihr euch das schön individuell zusammenbauen. Oder man trifft sich und jeder bringt so ein Ding mit, dann kann man schon mal zu 8 spielen. So, worum geht's hier? Das ist ein absolutes Geschicklichkeitsspiel. Wir haben hier Aufträge. Zum Beispiel mit einem Auge dürfen wir nur was stapeln und dann müssen wir das exakt so stapeln. In dem Fall von außen nach innen die passenden Farben. Und wer das dann am schnellsten macht, hier drauf drückt, der hat die Runde gewonnen und bekommt diese Karte. Und wer zuerst 10 Karten hat, gewinnt das Spiel. Habt ihr auch bei anderen Spielen keine Lust, die Regeln zu lesen? Dann schaut ihr oben gerne in die Infobox. Hier findet ihr noch über 200 andere Regelerklärungen zu alten, neuen und klassischen Spielen. Es kommt jede Woche eine Regelerklärung dazu, also abonniert mich gerne. Ich würde mich sehr freuen. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit. Auf geht's, ranklotzen! So, Ziel des Spiels. Ziel ist es, stets alleine oder im Team, je nachdem welchen Modus ihr spielt, so schnell wie möglich einen Turm, der hier auf der Spielkarte angegeben ist, zu bauen. Und danach so schnell wie möglich seine Hand hier auf die Bauabnahmekarte zu legen. Gewonnen hat der, der nachher 10 Punkte in Form von diesen Karten gesammelt hat. Kommen wir jetzt zur Spielvorbereitung. Als allererstes legen wir die Bauabnahmekarte schön in die Mitte, sodass jeder drankommt. Dann mischen wir den Stapel und legen ihn bereit. Jetzt entscheidet ihr euch für einen Spielmodus. Da kann ich einfach nur Modus 1 empfehlen, nämlich den Baumeister. Das ist für den Anfang am einfachsten. Dann bestimmt ihr den Startspieler, indem jetzt jeder den Turm in beliebiger Reihenfolge baut. Ich war der Schnellste, bin jetzt Startspieler. In der allerersten Runde darf ich jetzt die erste Spielkarte umdrehen. In den anschließenden Runden darf immer derjenige die Karte umdrehen, wer die vorherige Runde gewonnen hat. Kommen wir jetzt zum Spielablauf und zu den wichtigen Bauregeln. Jetzt schauen wir uns die Bedingungen an. Das ist diesmal nichts, bauen ohne Handicap. Dann dreht der Startspieler bzw. der Spieler, der die letzte Runde gewonnen hat, die Karte um und dann wird gebaut. Ganz wichtig, Achtung, Farbe beachten. Bei Farbfeldern, in dem sich ein Wort befindet, also hier bzw. da, muss die Farbe gebaut werden, in der das Wort eingefärbt ist. Also hier muss Orange gebaut werden, da muss Schwarz gebaut werden. Und nicht die Farbe, die das Wort beschreibt, zum Beispiel Pink, oder Orange, oder in der das Feld eingefärbt ist, sprich Weiß oder Blau. Also in unserem Fall Orange, Schwarz, Pink, Blau und Weiß. Bam! Nächste wichtige Sache, Reihenfolge beachten. Auf jeder Karte geben euch Pfeile an, in welche Richtung ihr den Turm errichten müsst. In diesem Fall von außen nach innen. In dem Fall von innen nach außen. Und ganz, ganz wichtig, Hochkant ist Pflicht. Schwarz und Weiß muss immer hochkant gebaut werden. Also so, nicht so. Also so, so und die anderen sind ja viereckig, da gibt es keine Wahlmöglichkeit. Das Spiel will ja auch, dass ihr es schwer habt. Also hochkant bei Weiß und Schwarz. So, kommen wir jetzt zu dem Modus. Es gibt einmal Modus 1, Baumeister. Das ist der normale Modus und mit dem solltet ihr starten. Dann gibt es Modus 2, Hochstapler, der ist für Profis. Und Modus 3 ist der Teammodus. Modus 1, Baumeister. Hier spielt jeder gegen jeden.
Nachdem die erste Karte umgedreht worden ist, versucht jeder Spieler unabhängig voneinander so schnell wie möglich seinen Turm zu bauen. Wichtig, ihr müsst die Sachen beachten, die ich euch vorher erklärt habe. Dabei müsst ihr auf die Farbreihenfolge der Klötzchen achten. Zudem müsst ihr aber auch die Anweisung auf der Kartenrückseite befolgen. Ist der Turm fertig, packt ihr sofort eine eurer Hände hier auf die Bauabnahmenkarte. Der Spieler, der das als allererstes schafft und dessen Turm dabei nicht umgekippt ist, ganz wichtig, gewinnt die Runde und bekommt diese Spielkarte als Punkt. Wer insgesamt 10 von diesen Karten gesammelt hat, gewinnt dann das Spiel. Dann gibt es noch eine Familienvariante. Um es den geübten Baumeistern nicht ganz so leicht zu machen, dürfen alle Spieler über 8 Jahre nur eine einzige Hand nutzen, die andere Hand kommt auf den Rücken. Beziehungsweise die Jüngeren müssen nicht hochkant bauen, sondern können auch so bauen. Dann komme ich noch ganz kurz zum Modus 2, Hochstapler, das ist für Profis. Da bekommt jeder 10 Klötze und man muss die Anweisung zweimal befolgen. Also einmal so bauen und dann obendrauf nochmal so bauen. Ja, das könnt ihr aktuell nur zu zweit jetzt spielen, aber habt ihr zum Beispiel die 6er Edition, könnt ihr es schon zu dritt spielen und dann könntet ihr euch noch ein Upgrade-Kit kaufen. Dann könnt ihr es zu viert spielen. Das ist aber höllisch schwer. Und der dritte Modus ist ja der Team-Modus. Wenn der euch interessiert, schaut doch einfach in die Regelerklärung. Kommen wir jetzt zu den Bauweisen bzw. zum Handicap. Einäugig. Ihr hält euer Auge zu und baut dann mit einer Hand ganz normal weiter. Der Bauhelm, hier hast du kein Handicap. Dann Boxer, du musst mit deinen Boxhandschuhen sozusagen, mit deinen Fäusten bauen. Luftpost, du musst ihn hochschmeißen, auffangen. Hochschmeißen, auffangen und dann anschließend bauen. Dann einarmig, du musst mit deiner schlechten Hand bauen, die andere Hand kommt auf den Rücken. Also in meinem Fall die linke. Dann T-Rex, du musst deine Handgelenke an deine Brust anlegen und musst dann irgendwie bauen. Das ist schon schwieriger. Dann der Elefant, das ist der Klassiker. Wir müssen schön Terrain und so weiter bauen. Und zu guter Letzt die Pinzette, nur mit den Zeigefingern arbeiten. So, das waren die Bauanweisungen bzw. Handicaps zu Ranklotzen. Ich hoffe, die Regelerklärung hat euch gefallen. Wie schon erwähnt, habt ihr Fragen oder Anregungen, ab unten in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zum super lustigen Vierer-Let's Play zu Ranklotzen. Viel Spaß! Wir spielen heute Ranklotzen. Auf die Klötze, fertig, los! So. Ja, Robert, dann klotz mal los. Genau, ich bin Startspieler, ich war der Schnellste. Ich darf die Karte umdrehen. Und genau, das, hier muss jeder darauf zugreifen können. Machen wir es am besten so. Und los. Ja. Das ist eine Idee, ne? Richtig. Ich muss erstmal so schnallen das, wie. Achso, Entschuldigung. Moment, was ist denn jetzt so, die hier ja. Eigentlich? Ah. Hm? Bei der, Lars, dreh mal um, da gab es kein Handicap. Jetzt gibt es das Handicap falsche Hand. Ich bin ja links. Ich auch. Also das heißt, ich muss jetzt auch mit links umdrehen, ja? Stimmt. Ja. Ist dann. Ist richtig? Ja. Ist dann. Also, muss erstmal schnallen, welche Reihenfolge das ist. Ja, ich auch. Das musst du erstmal. Das war das wieder falsch. Pinzette? Mal? Nein, das ist Pinzette. Ach so. Ach so. Ach so. Oh. Okay. Ich bin drin. Hol nochmal. Das macht keinen Spaß mit Lars. Erstmal gucken, ob es richtig ist. Das ist richtig. Das ist richtig. Oh, das bringt dann ja völlig durcheinander mit. Jetzt ist falsch, Luftpost. Was war das nochmal? Hochwerfen. Hoch in die Luft. Ja, Moment. Alle oder jeder? Warte mal. Bevor ich einsteige, also ich setze diesen Stein so, mach so und möchte den setzen und mach dann wieder ja, so. Ja. Genau. Exakt, Christian. Pass auf, dass du deinen Turm. Also vor jedem
Bauen eines einzelnen Elements werfe ich das Element hoch. Ja. Ja, auf geht's. Aber Mindesthöhe. Achso. Und wir können ja wieder die richtige Hand nutzen. Ja. Im Übrigen spielen wir bis 10 Siegpunkte. Ja, Inga ist schneller. Ich geschafft? Mhm. Ich bin immer mit der Reihenfolge völlig verwirrt. Gut. Das ist ein gutes Gehirn, so was. Ja, das ist Gehirn. Also, wir müssen jetzt das rechte Auge zuhalten, ne? Ja. Warum? Ja, weil es hier abgebildet ist. Das rechte Auge zuhalten. Vielleicht gibt es. Also, achso, mache ich mit rechts. Dann kann ich meine. Ja, kneif das doch einfach zu. Echt? Ja, das irritiert mich. Ja, gut. Na, dann mache ich es wieder auf, wenn ich das. Soll ich? Ja. Man merkt da doch schon ein bisschen, dass man schlechter 3D gucken kann, ne? Definitiv. Ach, ja, das ist jetzt nicht mehr nachzuprüfen. Ja. Der ist unten. Ja, Robert ist höher. Das ist jetzt wichtig. Hm. Nicht ganz so krass draufhauen. Ne? Ja, das ist ein Reflex. Ich wollte auch mal was gewinnen. Wir warten jetzt auf Christian, bitte. Was ist das nochmal mit den Fäusten? Ja. Achso, ich muss ja. Oder muss man eher so? Ja. Ach so. Doch, das passt alles. Ach so, du machst immer das. Ah, ja. Wow. Das ist, ach nein, Elefant. Jetzt, wie war der Elefant? So? Nee. Doch. Nein, so? Du. Ja. So. Ja, genau. Jetzt gucke ich doch. Ja. So muss ich auch die Karte umdrehen. Ja. Ja. Ich sitze zu nah dran am Tisch. Scheiße. Meine Arme sind zu lang. Ihr seid auch schlecht. Ich habe noch eine Chance. Oh. Hey. Sehr gut, Christian. Elefantenstyle ist dein Ding. Wow, knappe Kiste hier. Ey. Was halt? Ich muss mir einen anderen. Jetzt kommt T-Rex. T-Rex. Okay, also Handgelenke und meine Brust. Achso, ja. Gut. Ja, dann drehen wir um. Achso. Du bist. Komm, einmal mal. Ja, ja, das. Sind wir bereit? Ja. Achso, ja. Muss man. Ich komme da nicht an. Ja, gut, dafür hättest du dich auch ein bisschen strecken können. So, mal wieder was ganz Normales. Gut, da war man eindeutig zu langsam. Nochmal normal. Oha. Oh, jetzt sind warm geworden. Ja. Ich kann immer ohne Handicap gehen, dann das nochmal, jawohl. Müssen wir gleich nochmal mischen, das ist ja nur. Das, wie viel hast du eigentlich mittlerweile schon? Viele. Vier, oder? Vier. Du hast auch schon drei. Vier. So. Was war das? Falsche Hand. Falsche Hand. Also einhändig. So. Du. Ich bin. Stapel? Nein. Bis jemand 10 hat, oder? Ja. Bis jemand 10 hat, also okay. So. Ach, wieder falsche Hand. Ach,
Ja, war sie da hin oder da? Ja, aber auf der falschen Karte. Da muss man hin. Oh. Also ja, du, Christian. Nochmal falsche Hand. Jetzt liegt es nochmal. Nein, so. Seid ihr bereit? Ja. Schon wieder. Eins, zwei, drei. Achso, Elefant. Nein, das war's. Nee, es ist falsche Hand. Ach, falsche Hand. Weil du einfach schon denkst wie ein Kind. Dass du immer noch zu Ende baust. Süß. Ja, natürlich versuche ich das auch nochmal zu Ende zu bauen. Es trainiert ja. Ja, das stimmt. Das gehört aber hier, jetzt kommt der Elefant. Jetzt und kommt der Elefant. Ich hätte es auch jetzt geschafft. Nein, einer. Jetzt müssen wir wieder ganz höllisch aufpassen. Was ist das? Also, ich weil ohne alles, das ist ja am schnellsten. Ha, oh nein. Ach doch, alles richtig. Ich gebe mir meinen Pinken. Ja. Achso. Oh. Jetzt mal überlegen, mit welchem es losgeht. Ja, richtig. Was ist das? Das ist Sinn. Ja. Achso. Oh nein, irgendwann. Das ist doch blöd. Oh nein! Gestürzt. Abgestürzt. Dann mach du. Aber Elefant ist eigentlich mein Ding, Alter. Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie kommt das? Es ist schon wieder Elefant, Christian. Yeah! Die Aufholjagd so. Beginnt. Seid ihr bereit? Ja. Hä? Das war eigentlich schon. Ja, das war eigentlich schon. Ah, scheiße. Mit Pinzette, das ist. Gesehen. Pinzette. Pinzette, Pinzette, Pinzette. Bereit? Ja. Ja. Ach, Mist, was vergessen. Hä? Warst du schon durch? Ja. Achso, ich bin hier noch. Ich dachte, bist du bereit? Ja. Achso, Entschuldigung. Was? Falsche Hand. Moment. Falsche Hand. Ja, ich hatte einen Fehler. Ich habe wieder nur auf die Farbe geachtet. Die Umrandungsfarbe. Hast du schon 10? Ich habe 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, oha. Falsche Hand. Schon wieder? Achso. Du bist. Mhm. Das ist aber mit diesen Wörtern nicht schlecht, weil das raffen. Und da habe ich richtig arge Probleme mit das zu schnallen. Das ist der Vorteil, den Kinder haben. Die sehen nicht nee, bin ich echt ich. Zu das doll erwachsener. Das fällt mir richtig schwer mit diesen dusseligen Farben. Ey, das ist übel. Das schnalle ich überhaupt nicht. Aber es ist doch schön, dass die auch mal dabei sind. Nee, ist aber falsch. Genau. Oh, na toll. Ist deins denn richtig? Ja. Schon wieder T-Rex, Christian. Sind wir bereit? Du bist Tiere, du bist der Tiere-Typ. Schon wieder, ja. Bereit? Ja.
Achso. Ich wollte da auch Pinzette. Ja, ja, ich eben auch. So, diesmal aber. Mhm. Ja, ist richtig. T-Rex. Nochmal T-Rex, okay. Warte. Habt ihr? Mhm. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Das war doch dein. Das ist noch. Echt schnell, ey. Ja. Das war der letzte, oder? Ja. Hast du echt 10? Nicht, ich glaube, ich habe 9. Nee. Dann wäre jetzt noch ein Elefanten-Move für dich. Oh doch, ich habe 10. Ja, ja. Tut mir leid. Ja, also. So, die Inga hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr bei meinem Doppelpack dabei wart. Und wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße, euer Robert. Ciao.